Hey Leute, hier ist mein Zeichenblock, wo ich sehr mit vielen Stickern, wie heißt das nochmal, beklebt habe. Ja, genau. Ist mein Finger? Ach, da ist mein Finger. Ich hab dann meinen Finger ist weg. Nee, nee. Ja. Jetzt fangen wir einfach am besten mal an. Also, ich habe da für die Geschichte wollte ich jetzt neue Charakter entwickeln. Die heißt Natsu, das heißt ja auf Deutsch Sommer, glaube ich, ja. Und in der Schuluniform. Und dann, wenn sie irgend so einen Zirkel da dreht, dann ist sie in so einer Dämonenwelt, keine Ahnung. Und dann, ja, sieht so aus. Dann ihre Freundin Schoko, die ist manchmal ein bisschen also so ein bisschen schlampert angezogen. Also nicht immer alles so ordentlich. Dann natürlich auch die Strümpfe weiter unten oder, ja. Und die hat so Locken. Und so sieht sie dann in der anderen Welt aus. Hat dann Anhänger. Das ist irgendwie voll unsinnig. Keine Ahnung. Ja, dann habe ich das da gemalt für eine Freundin. Die besuche ich am. Also lag ich am. Am Dienstag fahre ich dahin. Also die holen mich ab, weil sie im Urlaub waren. Das ist eine Brieffreundin von mir. Und da fahre ich hin. 4 Tage lang und ja, das ist für die. Dann für meine Tante ist das da, habe ich auch eins gemalt und so Happy Birthday. Ja, das Kleid sieht irgendwie lustig aus, finde ich. Halt auch nicht. Ich finde es irgendwie lustig. Ja. Dann, also ja, das habe ich gemalt am 13. August. Das habe ich gemalt auch am 13. August. Das habe ich am 12. gemalt und das auch am 12. Dann kommt das. Das habe ich auf Instagram zu einem Wettbewerb eingesendet. Der endet, glaube ich, wenn heute 17 ist, dann endet der heute. Ja. 13. Da habe ich 2 Tage lang dafür gebraucht. So, da zieht ihr den Teddy und der Kleine da drüben meins, weil niemand ihn aussucht. Ja, und auf Japan steht noch Teddy dran. Ja. Die Hunde da draußen. Oh Gott. Dann habe ich so ein Mädchen gemalt, wo weint. Da steht drauf: Je vous protège. Also, ich bin zwar in Französisch, aber so weit bin ich noch nicht, dass ich das alles sagen kann. Also, das heißt, ich werde sie beschützen, heißt es. Ich werde sie beschützen. Ja, ich finde die eigentlich ganz gut mit den Schattierungen und so. Ja. Dann habe ich probiert, von dem Bild, also nicht abzupausen, sondern so abzumalen. Saiki zu malen aus Daytime Shooting Star. Ich kann euch schnell ein Bild zeigen, wenn ich es finde. Genau, da ist es. Ich bin voll Daytime Shooting Star Fan irgendwie. Also so habe ich den halt so gesehen und so hat er aussehen. Ist es das draus geworden. Also ich kann Männer halt irgendwie allgemein nicht zeichnen. Und dafür, dass es mein allererster Mann oder Junge ist, finde ich es eigentlich ganz okay. Es war am 15. August und da habe ich probiert, irgendeinen Typi zu malen. Aber das ist wohl irgendwie, sieht irgendwie komisch aus und deswegen. Also ich kann Jungs allgemein nicht malen. Und das ist so ein Blatt, wenn ich mit Copics mal, dass es da nicht durchdrückt wird. Wenn ich so starke Farben nehme, dann drückt es hier irgendwie durch. Entschuldigung. Und ja, ich danke schön, dass ihr mein Video angeguckt habt. Und ich hoffe, ihr verzeiht es mit der Roomtour, dass ich dann erst auf mein neues Zimmer warte, bis ich das mache. Weil mein Zimmer sieht echt grausig so aus. Und also finde ich zumindest. Und ja, das waren dann meine Zeichnungen. Also so ein kleines Zeichen-Update, das war von Mai bis jetzt. Und ja, dann sehen wir uns in dem nächsten Video. Bis dahin. Ciao.